Egon Krenz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, führte heute in Berlin ein Gespräch mit einer Delegation des Bundesvorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD unter Leitung des Bundesvorsitzenden Rudolf Hartung. Die Abordnung folgte auf Einladung des FDJ-Zentralrates in der DDR. Egon Krenz informierte die Gäste über die 7. Tagung des Zentralkomitees der SED. Die in der Rede des Generalsekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, auf dieser Tagung begründeten innen- und außenpolitischen Aufgaben unterstreichen ein weiteres Mal, wie ernst es der DDR mit ihrer Verpflichtung ist, alles zu tun, damit von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. Der Besuch der Delegation der Jungsozialisten, so hob Egon Krenz hervor, findet in einer Zeit statt, in der die Völker aufgrund der Stationierung neuer US-amerikanischer Mittelstreckenraketen eine der schwersten Belastungsproben der Nachkriegszeit erleben. Die DDR werde auch in dieser Situation an der Seite ihrer Verbündeten alles ihr Mögliche tun, um den Frieden in Europa und in der Welt zu erhalten. Sie trete mit ganzer Kraft dafür ein, dass die weitere Stationierung der amerikanischen Erstschlagswaffen unverzüglich gestoppt und die bereits aufgestellten Systeme abgebaut werden. Im Kampf um den Frieden steht die Jugend der DDR, allen voran die Mitglieder der FDJ, mit in der ersten Reihe. Rudolf Hartung informierte über die Position der Jungsozialisten im Kampf für Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. Er hob hervor, dass die Jungsozialisten 1984 die Aktionen der Friedensbewegung gegen die Stationierung von Pershing II und Cruise Missiles in Westeuropa unterstützen wollen. Dabei würde noch deutlicher werden, dass die Bundesregierung den Raketenbeschluss gegen den erklärten Willen der absoluten Mehrheit der BRD-Bevölkerung gefasst hat. Die Jungsozialisten seien für den Stopp der Stationierung und für den Abbau aller Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa, wurde weiter erklärt. Ziel aller Bemühungen müsse ein von Atomwaffen freies Europa sein. An dem Gespräch nahmen die Mitglieder des ZK der SED Eberhard Aurich, erster Sekretär des FDJ-Zentralrates, sowie Herbert Heber und Wolfgang Herger, Abteilungsleiter des ZK der SED, teil. Anwesend waren die Stellvertreter des Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten in der SPD Ulf Skirke, Olaf Scholz, Jochen Worsch, der Bundessekretär Horst Wegner und das Bundesvorstandsmitglied Norbert Neuser.